Moin, ja und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen EFT-Guide. Wir befinden uns heute auf der Map Interchange oder auch Autobahnkreuz genannt. Wollen außerhalb von dem Markt einmal Loot Run machen und die ganzen Hidden Stashes mitnehmen. Wir sind auf der Seite Railway Exit, da blende ich euch gleich nochmal die Map ein. Nehmt am besten das größte Rig und den größten Rucksack, was ihr budgetmäßig euch leisten könnt mit. Eine Budget-Waffe reicht völlig. Ja, und dann fangen wir einfach mal an. Die meisten Spieler werden sowieso reinrennen und da versuchen sich um den ganzen Loot zu streiten. Und in dem Zuge machen wir uns draußen schön den Schlauch voll. Der erste Hidden Stash auf unserer Route ist dieser hier unter der Brücke. Da müsst ihr am Ende euch bücken, ducken, um ranzukommen. Ich nehme alles mit, was wir jetzt finden. Gegebenenfalls tauschen wir das dann gegen bessere Items aus. Oder ihr in dem Fall. So ein bisschen geduckt müssen wir auch gehen. Da oben an der Reling. Da könnt ihr gegenlaufen. Das wird euch ein bisschen Ausdauer sparen. Das Rüberspringen, ja, das nimmt halt mehr Ausdauer. Also rennt ihr oder lauft ihr einmal gegen. Mein PMC ist jetzt schon aus der Puste. Ja, und jetzt werden wir erstmal ein bisschen laufen müssen. So, hier vorne seht ihr jetzt zwei Container. Der mit dem Licht, da ist eine Jacke drin. Looten wir jetzt nicht. Da ist ein Keyspawn. Kann da sein. Geht ihr dann ran. Wir machen jetzt wirklich straight nur die Hidden Stashes. Und laufen erstmal Richtung Wand weiter. Da vorne jetzt, die Wand, die begrenzt die Außenkante von der Map. Und da vorne, der Steinhaufen dahinter ist dann der nächste Hidden Stash. Dort. Der nächste ist hier zwischen den zwei Büschen. So gar nicht weit weg. Falls ihr es noch nicht wisst, die meisten wissen das wahrscheinlich von euch, ihr könnt mit Steuerung linke Maustaste direkt die Items rüberziehen vom Stash in euren Rucksack. Müsst ihr mit der Maus das nicht einzeln machen. Der nächste Stash ist hier zwischen den beiden Steinhaufen. Mal aufsetzen. Jetzt weiter. Guckt ihr hier am Busch. Geht dann hier rüber. Da vorne an dem dünnen Baum. Links davon. Den Stash. Der wird gerne mal übersehen. Mein PMC ist der maximale Raucher, Kapi. Der nächste Stash ist da oben auf dem Hügel. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht von links abgeaimt werdet. Das, ja, passiert des Öfteren. So, und jetzt gehen wir in Richtung, wir nennen es immer Skeffstraße. Das Spawn, ja, Skeffs nach oder sind am Anfang schon halt da. Pass auf, dass ihr vielleicht nicht gleich Aggro zieht, weil wenn ja Schüsse draußen fallen, dann kommen vielleicht der ein oder andere Spieler und wollen euch irgendwie schön snacken. Wir gehen dann wieder hier rüber und suchen ein bisschen den Schutz in der Senke, dass wir nicht gleich direkt gesehen werden. Weil jetzt müssen wir erst wieder ein bisschen laufen. Dort vorne ist jetzt ein Schild mit einem Sofa davor. Da kann auch das eine oder andere Item mal drauf liegen. Laufen wir jetzt vorbei. Da. Vorne ist dann der nächste Hidden Stash.
Autobatterie. Die Autobatterien braucht ihr für eine Quest am Anfang. 4 Stück. Ja, die belastet uns jetzt natürlich ein bisschen mehr. Körperlich. Gut, der nächste Hidden Stash ist da vorne an dem Schild. Linksseitig. Immer schön im Schutze in dem kleinen Wall laufen, nicht direkt gesehen werdet. Zack, zack. Links an der Tanne. Da ist der nächste Hidden Stash. Jetzt gehen wir wieder einmal rüber in die nächste Denke mit Schutz an der Abgrenzung hier. Könntet ihr auch straight hier langlaufen, das müsst ihr selber entscheiden. Weil wir wollen ja eigentlich nur looten und am besten nicht entdeckt werden. An dem kleinen Lieferwagen vorbei, vorne ist ein großer Baum, ein kleiner Baum. Dazwischen ist der nächste Hidden Stash. Wie gesagt, nehmt alles mit. Ihr könnt immer noch das eine Item gegen das andere austauschen. Haben wir noch mal ein Stücken? Da vorne in der Buschgruppe. Der nächste Hidden Stash. Trinken könnt ihr auch, wenn ihr was findet, oder essen, wie verzehren. Level gleich Metabolism. Müsst ihr wahrscheinlich am Anfang auch noch alle ziemlich stark leveln. Ruhig wegsöffeln. Hier ist nochmal eine Duffelbag oder auch Sporttasche. Die looten wir jetzt nicht. Könnt ihr da mitnehmen. Wir nehmen halt nur den Stashes jetzt einmal mit, damit ihr die seht. Seht ihr, wir laufen wirklich einmal am Rand der Map vorbei. Der nächste Hidden Stash ist jetzt hier am Busch. Versucht am besten, ja, nicht immer die Ausdauer komplett runter zu rennen. Da ihr, wenn ihr Beschuss kriegt, vielleicht doch nochmal schnell wegrodieren könnt, als wenn ihr jetzt keine Ausdauer habt und dann schleppend nur gehen könnt. Jetzt gehen wir zum nächsten ausgebrannten Lagerfeuer. Da ist nochmal eine Duffelbag-Vortasche. Zeige ich euch einmal. Hier vorne. So, weiter geht's. Hier ist jetzt der Emmercon-Exit. Da müssen wir auch raus. Hier ist die Rampe. Da werden die ein oder anderen Spieler gegebenenfalls jetzt schon rauskommen. Euch up-aimen, abcampen, oben auf dem Dach stehen, hier an der Seite. Muss nicht, kann. Da müsst ihr jetzt wirklich aufpassen. Scav-Routen sind da vorne auch, dass die Scavs da patrouillieren. Euch gegebenenfalls auch schon beschießen. Hier ist der nächste Hidden Stash neben den abgedeckten Haufen. Und direkt daneben auch noch einmal einer. So, wenn ihr jetzt richtig Bock habt. Gut, jetzt könnten wir theoretisch unsere versicherte Rüstung wegdroppen und die anziehen. Ja, droppt die einfach weg, wenn sie versichert ist. Im Endeffekt wäre es jetzt Schwachsinn, weil eine 5er Armor gegen eine 2er zu traden, zu tauschen. So, passt wie gesagt hier auf. Also entweder gehen wir jetzt straight raus. Oder wir nehmen den letzten Hidden Stash auf der gegenüberliegenden Seite an dem Steinhaufen mit. Ich gehe jetzt dahin. Das müsst ihr selber abwägen. So könnt ihr schnell raus, wenn ihr sagt, ihr habt geile Items, die braucht ihr unbedingt, sind viel wert. Dann geht ihr raus. Aber wir gehen jetzt einmal rüber über die Straße. Und hier wird es jetzt ein bisschen riskanter halt, dass wir doch auf andere Spieler treffen. Hier auch nochmal essen.
Dort müssen wir hin. So, genau inmitten von dem Steinhaufen. Der letzte hinten Stash auf unserer Route, der 14. Ja, und ab zum Exit. In dem Zuge möchte ich mich schon mal herzlichst bei euch bedanken fürs Zuschauen. Falls ihr mich supporten wollt, gerne mit einem Daumen nach oben und einem kostenlosen Abo. Würde mich sehr, sehr freuen. Und dann seht ihr jetzt einmal nochmal im Rucksack um Rick, was ich alles gelootet habe. War jetzt ein bisschen weniger, es ist aber auch manchmal sehr viel mehr. So, dann Abfahrt. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund und ciao, ciao, ciao.